Guten Morgen aus Frederikstadt. Schönster Sonnenschein, 16 Grad, leichter Wind, wie ihr an den Fähnchen noch sehen könnt, denke ich. Heute endet hier dieses ganze Fest mit diesen wunderschönen Schiffen oder Segelbooten. Und das Ganze soll enden in einer Parade, dass die Schiffe hier mehr oder weniger gleichmäßig den Hafen verlassen. Und das würde ich euch in diesem Video gerne zeigen. Gerade eben ist dort auf der gegenüberliegenden Seite noch eine Kapelle. So, glaube ich, ganz gut zu erkennen. Die da noch ein kleines Ständchen bringen. Und den Rest gibt es dann jetzt gleich, wenn ihr mögt. So, und hier so windgeschützt in der Ecke sitzen wir jetzt. Hier sieht man das mal so ein bisschen auf so einer roten Bank und schauen hier entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Das heißt, es müssten theoretisch alle an uns vorbeikommen. Und wenn nicht, wird das Video nie existieren und ihr werdet es nie erfahren. Und um es nochmal richtig zu stellen, das Ganze hier heißt The Tall Ship Races. So, hier sieht man schön, der erste wird rausgeschleppt und zwar rückwärts, weil sonst kein Platz zum Drehen gewesen wäre. Das Ganze ist hier ein Riesenspektakel, also der ganze Hafen, die ganze Stadt hier, es ist alles voll mit Menschen. Schön zu erkennen, wie es gedreht wird. Ich sage euch, hier im Wind, es ist echt kalt. Ich sage hier gar nicht ganz viel zu, weil das spricht, glaube ich, für sich. Ja, und jetzt gibt es noch die Salutschüsse.
jetzt legt der nächste los. So, jetzt ist es gerade und wird auch wieder rückwärts rausgezogen. Und die ganzen Matrosen sitzen oder stehen dort schön sichtbar an den Masten. Was für ein wunderschöner Anblick. Und da verlassen sie den Hafen. So, jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive die Bima Suci aus Indonesien. Sagen, das war mit die sympathischste Crew, die wir besuchen durften. Alle so motiviert am Musizieren, am Machen und am Tun mit Show-Einlagen. Es war echt toll. Und jetzt, wie das Ganze hier gedreht wird, ist auch unheimlich beeindruckend. Geht's auch weiter. Jetzt kommen die kleineren. Ein reines Holzboot. Auch beeindruckend. Und der nächste von den kleineren im Verhältnis zu den ersten. Was schade ist, dass keiner mit den Segeln hier rauskommt. Aber ist wohl technisch nicht machbar in diesen Bereichen. Ja, ich kann da gar nicht immer so viel zu sagen, schaut einfach. Oh, jetzt kommt ein Schiffchen aus Schottland. Aus dem Jahr 1900. Oh, jetzt kommen noch mal ein paar kleinere hintereinander weg. Schön.
entschuldigt, dass es immer so wackelt hier, aber ich werde vom Wind fast umgepustelt manchmal. Lässt sich nicht ganz vermeiden. So. Und das nächste. So, wir haben noch einmal die Sitzposition verändert. Diesmal knapp am Wasser, weil das mit dem Wind wirklich eine eisige Sache ist hier. Ich will nicht meckern, wir sind froh, dass wir hier sein können, aber es ist schon sehr frisch. Und noch einmal in Fahrtrichtung hier. Schaut mal, wie da diese Schönheit um die Ecke kommt. Das ist ein tolles Gefühl. Das müssten die Holländer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die Holländer, schon wieder Party an Bord. Und dort kommt die nächste Schönheit, wieder geschleppt, um erstmal aus dem Hafenbereich rauszukommen. Und so nochmal schön frontal. Oder Breitseite hergebracht. Oh, die Frédéric Chopin. For the vault point 3 meters long. As a fixed crew of 8. And as many as 47 meters. Das ist gut, du. Captain Bonnet. Hier im Hörne, im Schala, im Blut. Bygget i 1918, så har den over 100 år gammel. Und hier geht's jetzt ganz elegant zurück nach Frankreich. Und hier die Eintracht. Und jetzt geht's rum. Das wirkt hier gerade sehr eng. Wir sind gespannt. Doch, es passt noch. Aber man hat gerade den Eindruck gehabt, es könnte eng werden. Also wird das hier auf jeden Fall eine nahe Nummer. Werden wahrscheinlich nicht ganz drauf passen. Aber auch mal schön. Ja, da hupen hier schon die Leute, die am Rand in dem Boot stehen. Ach, ist auch mal schön. Leider kriege ich ihn jetzt nicht mehr so ganz drauf, wie ich ihn fotografieren wollte, aber alles so seine Vor- und Nachteile. Und hier kommt die nächste ganz flott an uns vorbei.
ist wirklich beeindruckend. Das hier einmal so einen Tag miterleben zu können. Zumal man im Vorfeld auch etliche Schiffe selber begehen soll. Und hier kommt die Roald Amundsen unter deutscher Flagge. Mit denen haben wir uns auch gestern ein bisschen länger unterhalten. Und die bieten das an, dass man von mehreren deutschen Häfen auch so Schnupperkurse machen kann über ein paar Tage. Bis zu längeren Touren, wo man wirklich auch mit anpacken darf und muss. Was sich aber sehr stimmig anhörte. Teilweise Ostsee, teilweise Richtung Atlantik, so wie ich das verstanden habe. Ist keine Werbung, aber war ein tolles Gespräch. Daher wollte ich das hier mal eben kundtun. Und wieder mal aus einer anderen Position. So, bei diesem Schiff zoome ich schon mal, weil das ist echt der Brecher überhaupt hier. Ich weiß nicht, ob man das noch gleich vernünftig draufkriegt hier. Ich denke schon, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. So sieht man auch mal die Dimension ein bisschen mit dem Hintergrund bei diesen achtstöckigen Häusern. So, und hier kommt es jetzt. Wir haben uns die ganze Zeit gewünscht, dass mal eins mit Segeln ist. Und hier zumindest ein Teil mal zu erkennen. Mit gehissten Segeln. Die Alexander von Humboldt II. Wunderschön. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mit letztem Blick hier auf die Alexander von Humboldt II. Wir fanden es super und ja, würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, euer Markus.